bei Taufen, Hochzeiten und anderen Festen gibt man gewöhnlich Festreden zum Besten. Da fehlt es leider immer an Talenten, die solche Reden reden könnten. Man lade sich deshalb nebst anderen Gästen auch nicht den Festredner zu solchen Festen. Ich rede ihnen dann ab Wunsch jedwede Verlobungs-, Hochzeits- und Geburtstagsrede. Karte genügt, komme ins Haus. Ich bin ein Mann, der alles kann, fange sie ohne mich nichts an. Karte genügt, komme ins Haus. Ich bin ein Mann, der musterhaft alles erledigt, alles schafft. Wenn Sie mich brauchen, meine Wenigkeit, bin bereit, jederzeit. Was Sie auch wollen, bring ich ins Rollen. Bei Tag und Nacht, es wird gemacht. Karte genügt, komme ins Haus. Ich bin ein Mann, der alles kann, fangen Sie ohne mich nichts an. Karte genügt, komme ins Haus. Ohne mich kommt heute schwerlich jemand aus. Das Plakat muss aber weg. Es darf doch niemand wissen, dass der Festredner nicht zur Familie gehört. Fräulein? Die Hochzeitsrede war doch mit Klavierbegleitung bestellt. Ganz recht. Die Dame ist die Klavierbegleitung. Ausgezeichnet. Jetzt wäre gerade die richtige Stimmung für eine schöne Rede. Darf ich erst um einige Personalien bitten? Der Bräutigam. Franz Senfkrug. 20 Jahre. Bisher unbescholten. Die Braut. Meine Tochter. Mariechen. Circa 41 Jahre. Liebes- oder Vernunftehe? Eine liebe Vernunftehe. Wie lange kennen sich die Brautleute? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Wie viele Kinder? Viel. Das genügt, ja. Noch eine Frage. Wie kann ich Sie vorstellen, Herr Klips? Gar nicht. Die Verwandten der Braut glauben, ich gehöre zur Familie des Bräutigams, und die anderen glauben, ich gehöre zur Familie der Braut. Thank you.
Liebe Mitesser, es ist mir das Vergnügen zuteil geworden, die Festrede zu halten. Ich entledige mich dieses Vergnügens, indem ich Sie alle willkommen heiße. Sie alle sind gekommen, um das glückliche junge Paar zu sehen. So glücklich wie heute werden Sie es nämlich nie wiedersehen. Denn was nach diesem schönen Fest folgt, ist nicht schön, dafür aber fest. Ich meine nämlich die Ehe. Denn das Schönste an der Ehe ist die Hochzeit. Und dieses Hochzeitsfest ist ein besonderes Hochzeitsfest. Es war nämlich hoch an der Zeit, dass die Sache endlich fest wurde. Denn sehen Sie sich doch die liebe Braut an, unser geliebtes Mariechen. Viele, viele Lenze zogen an ihr vorbei, bis endlich der geliebte Franz kam. Armer Franz, arm, weil du dein Mariechen erst zu spät kennenlernen durftest. Wir wissen, lieber Franz, was dir nun bevorsteht, aber wir beneiden dich nicht, nein, wir gönnen dir dein Mariechen. Und nun, die lieben Eltern. Mariechens Eltern, sie sollen nicht vergessen sein, sie, die weder Mühe noch Mittel scheuten, um ihre Tochter loszuwerden, um ihrer Tochter los auf Erden zu verschönern. Und jetzt hat sie ihren Franz. Und der Franz kann ruhig sein. Keiner nimmt sie ihm weg. Und so hebe ich denn voller Freude meinen Freudenbecher zu diesem Freudenfest in diesem Freudenhaus. Möge das junge Paar recht bald goldene Hochzeit feiern und immer der vaterländischen Dichterworte eingedenk sein. Die Ehe ist ja gar kein großes Übel, man schildert viel zu schwarz das Ehejoch. Die Ehe ist wie eine Zwiebel, man weint dabei und frisst sie doch. In diesem Sinne, das junge Brautpaar, es lebe. Hoch, 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 hoch. Komm doch. Die Taufe ist ohne Klavierbegleitung. Ach so, ja, stimmt. Du vergiss nicht, du bist Oberministerialoffizial, Stellvertreter von Zickendorf. Oberzickendorfer Mineralienspezialist. Oberzickendorfer Spezialist. Oberstellvertreter Mineraloberoffizial. Oberzickendorfer. Spezialmineral, Oberstellvertreter, Mineral. Bitte, einen Augenblick, kommen Sie! Kommen Sie, kommen Sie. Ich? Ja, ich sage Ihnen schon was. Hallo, hier Oberministrantenvertreter von Oberzicke. Was, eine Zicke? Was für eine Zicke? Nein, Sie sind doch Professor Wielander. Ich bin doch gar kein Professor. Ah, Herr Professor. Ja, nein, hier Dr. Cajetan, Generalsekretär des modernen Clubs. Ich freue mich, endlich den Herrn Professor persönlich erreicht zu haben. Nein, nein, ich spreche im Auftrage unserer verehrten Präsidentin, der Frau Baronin von Lindenwörth.
Ich habe den ehrenvollen Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass das Komitee den diesjährigen Preis für das beste Werk Ihrem Buch verliehen hat. Ich kriege einen Preis. Oh, herrlich! Hallo, wie hoch ist denn der Preis? Psst, um Gottes Willen! Der Preis des Clubs ist selbstverständlich ein rein idealer. Wie viel Taler? Ach so, ein idealer. Das ist aber sehr wenig. Was sagt er? Er will nicht zahlen. Und da wir Sie, lieber Professor, den ewig Unsichtbaren endlich einmal erwischt haben. Jetzt ist eine Dame am Apparat. Will ich die gleiche Name des Clubs auffordern, uns die Ehre zu schenken? Schenken? Ja, das ist eine Frechheit. Nicht nur, dass der Preis nichts trägt, soll ich jetzt auch noch was schenken. Hallo, Frau General, Frau Baron. Ach, lassen Sie doch, lassen Sie doch. Bitte. Wir sind unterbrochen. Verstanden Sie denn nicht, was die Dame wollte? Nicht ein Wort. Aber wir können wieder anrufen. Ach, nein, 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 danke schön, danke. Bitte. Ich will Sie nicht länger bemühen, Herr... Gary Clips. Festredner für alle Hochzeiten, Taufen, Verlobungen, Begräbnisse, Fahnen, Weihen mit und ohne Klavierbegleitung. Karte genickt, komme ins Haus, ohne dies kommt heute schwerlich jemand aus. Was? Sie sind berufsmäßiger Redner? Ich bin so frei. Darf ich fragen, was dieses Telefonat hier zu bedeuten hatte? Och, das war ein kleiner Scherz. Ein kleiner Scherz, na gut. Wenn Sie mich wieder mal zum Scherzen brauchen, meine Adresse. Karte genickt. Komme ins Haus. Ohne mich kommt heute schwerlich jemand aus. Herr Oberministerialoffizial, Stellvertreter von Zickendorf, wird uns die Ehre seines Besuches anlässlich der Taufe unseres kleinen Töchterchens schenken. Städten von Zickendorf. Sehr gut. Frau. Herr Hinzemann. Hochverehrte An- und Abwesende, liebwerte Eltern, lieber junger Mann. Mensch, das ist doch ein Mädchen. Pardon. Hochverehrtes gnädiges Fräulein. Es ist mir die seltene Ehre zuteil geworden, zu diesem festlichen Fest die Festrede zu halten. Die Festrede für unseren kleinen Täufling. Denn die Welt ist schön, wunderschön. Erinnern wir uns doch noch des Tages, wo wir zum ersten Mal das Licht der Nachttischlampe in Mutters Schlafzimmer erblickt haben. Wir alle waren damals noch jünger, sorgloser, nicht so trocken, nicht... was denn? Wir alle waren damals noch jünger, sorgloser, nicht so nüchtern, nicht so trocken wie heute, sondern eher wie du, du kleiner Teufling. Ja, also gerade das wollte ich sagen. Nicht so trocken, sondern eher fröhlich. Ich möchte fast sagen, feucht, fröhlich, so wie hier das kleine Kind in den weißen Linnen. Was so ein kleines Kind in späteren Jahren alles an Freuden ins Haus bringt, das kann Ihnen auch mit vielen Worten nicht schildern und deshalb schließe ich meine Rede mit einem donnernden Hoch auf den kleinen Säufling, auf den kleinen Teufling. Hoch, 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 hoch. Beeil dich doch! Was ist das Nächste? Fahnenweihe bei dem Pfadfinder. Ach ja, Tür, Tür, Tür. Karte genickt. Komme ins Haus. Ich bin der Mann, der alles kann. Fangen Sie ohne mich nichts an. Karte genickt. Komme ins Haus. Ohne mich kommt heute schwerlich jemand aus. Na, wird auch nicht ewig dauern, dieses lausige Festreden. Noch ein paar hundert solche Hochzeiten und Taufen wie heute.
Und wir können Verlobung feiern. Und Taufe? Was ist denn hier los? Hier ist ja offen. Aber ich habe doch bestimmt abgeschlossen. Portier war so lieb und hat mich hier warten lassen. Ich wollte Sie nämlich unbedingt heute noch sprechen. So, soll ich wieder telefonieren? Kann ich Sie vielleicht allein sprechen? So, Lili, bitte. Bitte? Wie kommen Sie denn in diese Uniform? Ich hielt die Festrede zur Gedenkfeier der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe Sie heute zu einem kleinen Betrug veranlasst. Stehe auch weiterhin zur Verfügung. Professor Wielander, für den Sie sich ausgaben, ist nämlich mein Chef. Ich bin seine Sekretärin. Sie werden doch sicherlich schon von ihm gehört haben. Emanuel Wielander. Ich kenne keinen Emanuel. Aber sein Buch werden Sie doch kennen. Sein berühmtes Buch über die Ehe, das heute preisgekrönt wurde. Wieso gekrönt? Für den Preis kriegt er nicht eine Krone. Oh. Ach, das. Bitte passen Sie auf. Gerne. Die Bedingung ist, dass jeder Preisträger eine große Rede in der Öffentlichkeit hält. Na ja, was soll ich denn dabei? Sie müssen für ihn reden. Ich? Ja. Warum redet er denn nicht selbst? Ach, weil er nicht kann. So, ist er stumm? Viel Ärger. Er hat einen Sprachfehler. Das ist das Malheur. Auch stumm wäre interessant. Aber ein berühmter Schriftsteller mit einem Sprachfehler, der ist lächerlich. Und wo fehlt's denn eigentlich? Ach, er lispelt. Dann stottert er ein wenig, stößt mit der Zunge an, bekommt beim Reden Atembeklemmungen, leidet an Gedächtnisschwund, hat Angstzustände, wird rasch heiser und blubbert außerdem. Aber sonst ist er gesund. Ja, Gott sei Dank. Nun bin ich ja beruhigt. Sehen Sie, von seinem Sprachfehler weiß noch kein Mensch. Er hat bis jetzt immer ganz einsam gelebt. Und jetzt soll er in der großen Gesellschaft bekannt werden. Und ich soll für ihn reden? Ja, seine Antrittsrede in der Öffentlichkeit. Ja, wie soll ich denn das machen? Hören Sie zu. Für die nächste Woche ist im modernen Club der Vortrag angesetzt. Wir sind das Publikum, das große Publikum. Wir fordern Gaudi und wir unser Geld. Ehre, Wert und Ruhm ergibt das Publikum. Es handelt sich darum, ob's uns gefällt. Wir ziehen den Rücken krumm und sitzen kalt und stumm als großes Publikum im großen Saal. Du springst und tanzt herum, zeigst dein Primborium, weil es das Publikum dir so Mein Gott, wenn du alles klappen wird, ich bin so furchtbar besorgt, ob das stimmen wird mit der
Rede. Wird schon klappen. Der Festredner wird schon machen. Ja, wenn Sie dabei kann ich wirklich so wunderschön sprechen, so hinreißen, so faszinierend, wenn niemand zuhört. Leider kann man nicht im Leben immer Monologe halten. Ja, leider. Und nun habe ich die Ehre, Ihnen den Verfasser des Buches Die Ehe, Herrn Professor Wielander, vorzustellen. Es ist das erste Mal, dass der preisgekrönte Schriftsteller in der Öffentlichkeit spricht. Verzeihung, aber es ist ja alles nach Wunsch geordnet. Der Raum hinter dem Podium wird von niemandem betreten. Hochverehrtes Publikum, sehr geehrte Frau Präsidentin, das Thema betitelt sich die Ehe und ihre Verhütung. Ein altes arabisches Sprichwort sagt, die Ehe gleicht einer belagerten Stadt. Die draußen sind, wollen herein, die drinnen sind, wollen heraus. Damit ist eigentlich alles, was über die Ehe zu sagen wäre, erschöpft. Denn, meine hochverehrten Herrschaften, die Ehe ist nichts anderes als ein furchtbares Missverständnis. Die meisten Eheschließenden glauben, mit der Ehe beginnt das Glück. Inzwischen beginnt weiter nichts als ein furchtbares Missverständnis. Und so bitte ich meine hochverehrten Herrschaften, dass wir beide zum Beispiel betrachten, steht hier an der ganzen Sache, dass Sie annehmen, dass ich von der ganzen Sache fest verstehe. Aber Sie, meine hochverehrten Herrschaften, der hat niemand. Das ist doch die Stimme von. Oder? In Wirklichkeit ist jede Ehe einerseits eine Res consuetudinis, andererseits eine Res unius quisque, verfluchter, unius quisque. Das heißt, sie kann biologisch oder soziologisch aufgefasst werden. Und da sie eine Copulatio diutur, verflucht nochmal, Fortune atque vitae von Mann und Weib darstellt, muss man sie von zwei Warten aus betrachten. Nämlich einerseits vom Status virilis, andererseits vom Status mulibris. Muliebris. Muliebris. Komm. Das ist einer der ganze Generation Tetra. Ich nehme das an, dass Sie für mehr und mehr vollkommen klar sind, dass Sie in der ganzen Zusammenhang des Freiheitsrechts und der ganzen Reiniger, die viel zu hohe Ersatz mit dem Mann und Frau und der ganzen Ehe vollkommen die Freiheit stellen und dann nehme ich das an, dass Sie bei der Meine Damen und Herrschaften, denn jetzt wird die Sache brenzlig. Alle Questionis. Matrimoni sind von einer Altitudo, cuius est magna auctoritas. Rabrindra...
Rabindranath Tagore, der indische Gelehrte, sagt schon: Krihis hastopi, kriya yukto, na krihena, krihas rami, na kiva putra dare, da kiva avaka parivadita, tada, taiva, tada, taiva kariat, da kalusta vi, isa, asvi, Gesundheit. Ich fahre also fort. Asmineva, Brajunjanov, Hisamineva, Tuliate. Ganz meine Meinung. Sie werden mich also richtig verstanden haben, meine Herrschaft. Jede Ehe ist nichts als eine egozentrische Necessitas summae potestatis in alias. Aber dieser Egoismus ist eine Baritudo minus commoda. Und solange autokratischer Egoismus Sekrotanz überhaupt besteht, gibt es keine Möglichkeit für die gute Ehe. Setz dich! Was für eine Erscheinung tritt dann plötzlich ins Bild, meine Herrschaft. Meine Herrschaften, wo kommst denn du her? Sonja, psst, sei still. Sonja, die Nerumnach gegenseitig, so, geh in die Ecke. Die nach gegenseitiger Hilfe, so, wirst du in die Ecke gehen. Kusch! Wirst du dich kuschen? Das Vita Macaroni muss eine Schule der Caritas Hominum. Diesen Passus hätten wir nun glücklich erledigt. Sonja, komm! Und so schließe ich denn meine Ausführungen. Alles ist Bestimmung. Ehen werden im Himmel geschlossen. Deshalb gehört auch, wie Nestroy sagt, eine himmlische Geduld dazu, sie auf Erden zu ertragen. Professor, es war hinreißend. Ich danke Ihnen im Namen des Clubs und vor allem in meinem Namen. Wir müssen uns selbstverständlich näher kennenlernen. Aber sicherlich, so nahe wie möglich. Sie müssen zu mir kommen. Ich werde glücklich sein, Sie als meinen Gast zu begrüßen. Das wird leider nicht gehen, Frau Baronin. Doch, das wird sogar sehr gut gehen. Na, sehen Sie? Ja, aber... Abgemacht, Herr Professor. Darf ich mit Ihrem Besuch rechnen? Selbstverständlich, gnädige Frau, wir kommen mit 1000 Freunden. Also dann auf Wiedersehen morgen bei mir. Ja. Und nochmals schönen Dank für den genussvollen Abend. Na, ist sie nicht bezaubernd? Sie unverschämter Mensch! Wie können Sie sich unterstehen, die Einladung anzunehmen? Na, hören Sie mal, wenn mich eine nette Frau zum Kaffee einlädt, sage ich nie nein. Sie haben gar nichts zu reden. Auf einmal. Bisher ja, was? Aber wenn es zum Kaffee kommt, nicht. Überhaupt.
Sie sind ja nicht geladen. Wieso? Nur der Professor. Das ist dasselbe, der Professor und ich. Also, was sagen Sie dazu, Herr Professor? Ja, was sagen Sie dazu, Herr Professor? Das ist mir ganz egal. Meinetwegen kann die ganze Welt hören. Es passt mir nicht, dass Sie zu dieser Baronin gehen. Kommen Sie. Auf alle Fälle verzichten wir auf Ihre weiteren Dienste, Herr Festrede. Na, Frau Baronin? Wie wär's mit uns beiden? Was? Wie? Was sagen Sie? Sie haben Angst vor mir? Schon Frau Eva sprach zu ihrem Mann, lieber Adam, fang doch endlich an. Mir ist schon mies vorm Paradies, drum küss mich, küss mich, küss mich. Und der Paris mit der Tunika sprach zu seiner schönen Helena, dein Menelaus, der sitzt so aus, drum küss mich, küss mich, küss mich. Nach Romeo, dem Schönen, ging Julchens liebe Szenen. Und die Kitty, die war längst schon eins mit ihrem Karl-Heinz. Hab keine Angst vor dem ersten Kuss, weil er ja doch einmal kommen muss. Hab keine Angst, ich zeig's dir ja gern. Küssen ist heut wieder hochmodern. Niemand braucht davon was zu ahnen, nur wir zwei. Fürcht dich bloß nicht, denn es geschieht dir nichts dabei. Hab lieber Angst vor dem letzten Kuss, weil der auch mal kommen muss. Die Übertragung des Vortrages von Professor Wielander gelang vorzüglich. Nach dem Vortrag sang der Gelehrte ein kleines Lied, das zwar mit dem Ehe-Thema nichts zu tun hatte, aber sicher bald ein Schlager werden dürfte. Sag, hast du eigentlich gestern Abend Radio gehört? Ja, so ein gelehrter Quatsch über die Ehe. So, so. Übrigens, die Mutter hat mir wieder geschrieben, wann wir zwei endlich heiraten. Es wäre doch schon höchste Zeit. Mein liebes Kind, eine Ehe darf nicht überstürzt werden. Das ist eine viel zu wichtige Angelegenheit. Sozusagen eine res consuetudinis einerseits, andererseits eine res us unius quisque. Das heißt, sie kann von zwei Warten aus gesehen werden. Entweder soziologisch oder biologisch. Siehst du, das sagt die Mutter auch. Es ist doch logisch, wenn wir beide heiraten. Wo wir doch schon so lange miteinander. Du immer mit deiner Mutter. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen. Wenn wir am Abend unterm Haustor stehen, dass zwei sich ohne Eheringe küssen, das kann die Mutter heut nicht mehr verstehen. In der nächtlichen Gasse, wir beide ganz allein, da munkelt es sich fein beim Gaslaternenschein. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, wenn wir am Abend unterm Haustor stehen.
Männern schaudert, wenn man von Heirat plaudert. Komm, hören Sie davon ein Wort, schon sind sie fort für immer. Die Männer sind Verbrecher und werden immer frecher. Sie sind so grenzenlos, gewissenlos, sie sagen bloß. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen. Wenn wir am Abend unterm Haustor stehen, dass zwei sich ohne Ehringe küssen, das kann die Mutter heut nicht mehr verstehen. In der nächtlichen Gasse wird mal die ganze Nein, da muckelt sich so fein beim Gaslaternenschein. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, wenn wir am Abend unterm Haustor stehen. So, und der Professor muss hier bei mir sitzen. Da habe ich ihn ganz allein für mich. Sehr wohl, Frau Baronin. Total überlastet. Und Fräulein Titti? Ach, diese aufdringliche Person. Die setzen Sie ganz unten an die Tafel. Sehr wohl, Frau Baronin. Professor Wielander am Telefon. Ja, lieber Professor, das ist aber nett von Ihnen, dass Sie noch anrufen. Was sagen Sie? Sie haben geträumt, welches Kleid ich trage? Nun? Was? Ein Silberspitzenkleid? Im Haar ein Diadem? Ja, woher wissen Sie denn das? Woher ich das weiß? Ich bin Hellseher. Aber nicht deshalb rufe ich Sie an, sondern um einmal noch Ihre geliebte Stimme zu hören, Frau Baronin. Denn wer weiß, wann und ob und überhaupt wir uns je wiedersehen. Ja, wieso? Wir sehen uns doch heute Abend. Leider kann ich nicht kommen. Nein. Doch, ja, kommen. Selbstverständlich. Bin schon da. Ich freue mich schon so, lieber Professor. Ja, Professor, wie haben Sie das nur gemacht, dass Sie schon hier sind? Und mein Kleid haben Sie wirklich vorausgeahnt? Ja? Oder haben Sie meine Schneiderin bestochen? Sisi! Oh, Verzeihung. Wir können noch immer umkehren und gehen. Nein. Bitte, Sie können ja bleiben. Was aber die schöne Baronin sagen wird, wenn sie hören wird, wie Sie wirklich sprechen? Na, Prost, Mahlzeit. Heute gehören Sie mir. Sie müssen mir ja so viel erzählen, Professorchen. Oje. Kommen Sie. Oje. Thank you.
Meine Damen und Herren, es ist uns die große Ehre zuteil geworden, Herrn Professor Wielander, der sonst nie in Gesellschaft zu finden war, als unseren Gast zu begrüßen. Oje. Haben die... Hochverehrte Gastgeberin, verehrte Gäste. Oh. 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 Wenn Sie der Diener bei der Rede stört, schicke ich ihn fort. Nein. Wir sitzen an einer reichen Tafel und eine schöne Frau hat uns dazu geladen. Aber wir würden wahrscheinlich heute noch im Paradies sitzen, wenn Gott der Eva nicht gesagt hätte, ich verbiete dir, vom Baum der Erkenntnis Äpfel zu essen. Sondern wenn er ihr gesagt hätte, ich glaube, es steht dir nicht gut, wenn du Äpfel isst, Eva. Und seit diesem kleinen Fauxpas einer schönen Frau kam das Essen in Mode. Und weil schöne Frauen immer mit der Mode gehen, so sorgen Sie auch dafür, dass wir immer an reich gedeckten Tafeln sitzen. Nein. Schon Priya Savarin, der Unsterbliche, wusste es. Sage mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist. Ich blicke umher in dieser Runde. Und warum? Und ich sehe klassische Service, himmlische Gerichte und raffinierte Speisen. Und ich weiß, bei wem wir zu Gast sind. Bei einer klassischen, himmlischen, raffiniert schönen Frau. Prosit, Professor. Prosit. Sie sind nicht nur ein großer Gelehrter, sondern auch ein großer Casanova. Ja. Kommen Sie, Professor. Wir wollen ungestört plaudern. Setzen Sie sich doch. Hier sind wir allein. Ist es nicht nett hier? Suchen Sie etwas? Ach so, ja, bitte. Wissen Sie, was mir an Ihnen am besten gefällt? Ihre Stimme. Oh, hoppla. Sie haben eine so melodische, ich möchte fast sagen, erotische Stimme. Sagen Sie doch etwas, Professor. Noch reden Sie doch. Ich finde das herrlich an Ihnen. Nur wenn Sie von Ihrer Arbeit reden, da reißt es Sie mit. Sonst schweigen Sie gern, wie alle großen Männer. Aber jetzt sollen Sie mir sagen, was Sie auf dem Herzen haben. Ich weiß, Sie wollen mir etwas sagen, nicht wahr, Professor? Ich will wissen, ob
ob Sie eine Frau glücklich machen können. Na, hören Sie mal, und wie? Gleich vom ersten Augenblick an dachte ich... Was dachten Sie? Donnerwetter, dachte ich, das wäre eine Sache für mich. Meinen Vortrag hielt ich nur für Sie. Ich fühlte es. Ich sah auch, wie Sie aus dem Konzept kamen, so oft Sie mich anblickten. Ach, das war nicht deshalb. Das war wegen des Pudels. Wieso Pudel? Ich meine, Pudelatio Persilia, wegen des Kapitels über die Heirat. Ach so. Und Sie wollen nicht heiraten? Doch, doch. Au. Wie bitte? Auf alle Fälle, wenn, dann nur eine Frau wie Sie. Warum gerade wie ich? Weil Sie Charme haben, Schick haben, Geist haben, Geld haben, Geltung haben in der großen Welt. Sie kommen mir so eigenartig vor. Wenn man sie ansieht, muss man sie lieb gewinnen. Aber wenn sie sprechen, hat man Angst vor ihnen. Aller Anfang ist im Leben schwer, in der Liebe ist das noch viel mehr. Drum lerne früh, sonst lernst du sie nie, das Küssen, Küssen, Küssen. Junge Menschen, ob sie arm oder reich, in der Liebe sind sie alle gleich. Zuerst beglückt und dann verrückt vor Liebe, Liebe, Liebe. Darum ist es sehr wichtig, man macht's am Anfang richtig. Hat man endlich mal ein Rendezvous, ja dann sagst du, hab keine Angst vor dem ersten Kuss, weil er ja doch einmal kommen muss. Hab keine Angst, ich zeig's dir ja gern. Küssen ist heut wieder hochmodern. Niemand braucht davon was zu ahnen, nur wir zwei. Ich fürcht mich so, denn leicht geschieht mir was. Hab lieber Angst vor dem letzten Kuss, weil er auch mal kommen muss. Nein, ich! Du! Au! Ich hab keine Angst. Wie stark du bist. Es war mir, wie wenn du mich mit eisernen Armen umfasst hättest. Kommen Sie, Professor. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Gesellschaft. Du. Thank you.
Professor. Was machen denn Sie da? Und Sie? Ich wollte nur mal. Ich auch. Oder wollten wir beide dasselbe? Ja. Sie müssen der Baronin für mich eine Liebeserklärung machen, ja? Und sie soll denn, Schlüssel. Ja, danke. Schlüssel. Ja, Schlüssel herabwerfen. Und ob ich hinaufkommen kann und mit ihr eine Tasse Tee trinken, ja? Das soll ich ihr sagen? Ja, das sollen Sie ihr sagen, ja? Ich will aber keinen Tee. Nicht Sie. Ich. Ach so, Sie wollen Tee trinken? Ja. Sind ja ein feiner Herr. Mitten in der Nacht. Tee trinken. Ja. Sie müssen ihr sagen, dass ich sie liebe. Ja. Ah, mach ich nicht. Warum? Weil sie mir selbst gefällt. Ihnen? Ja. Na und? Ich werde jetzt hinaufgehen und die Wahrheit sagen. Oh, oh je, hoppla. Nicht sagen. Ach, ich habe satt, immer den Cyrano in der Westentasche zu spielen. Machen Sie einen Quatsch alleine. Gut, mache ich meinen Quatsch. Quatsch. Alleine. Gut. Wollten Sie noch etwas? Tee. Ja, was wollten Sie denn, Professor? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich niemals Tee trinke. Deshalb kamen Sie zurück? Jawohl, deshalb. Ich trinke keinen Tee, weder mit Rum, noch mit Zitrone, noch mit Sahne. Ich will auch keinen Hausdurchschnitt von Ihnen. Ich will gar nichts. Ich will nur Ruhe. Gehen Sie schlafen und träumen Sie von wem Sie wollen, nur nicht von mir. Das ist ja unerhört. Eine Frechheit. Gute Nacht, Madame. Auf nimmer Wiedersehen. Oh, du Hund. Sie sind ja wahnsinnig. Warum schreien Sie denn hier so mitten in der Nacht? Weshalb demolieren Sie denn hier die Gartenanlagen? Das geht Sie gar nichts an. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Veranlagungen. Veranlagungen? Sie? Schreien Sie nicht so mit mir, sonst verhafte ich Sie. Verhaften Sie mich doch, Sie Fettauge des Gesetzes. Fettauge? Nein, Auge. Neun Augen? Sie man verliebt sich hier und da und weiß gar nicht, wie es geschah. Plötzlich fängt es an und man merkt's erst dann, wenn man nichts mehr ändern kann. Und man steht vor ihrem Haus, schaut nach ihren Fenstern aus und dann seufzt man schwer und geht kreuz und quer vor dem Fenster hin und her. Dein Hemdchen ist aus Kreptechin, dein Herz, das ist aus Stein. Du ahnst nicht, wie verliebt ich bin, das weiß nur ich allein. Ja, wüsstest du, wie nett ich kann zu Frauen sein, dann sagtest du bestimmt nicht länger nein. Dann wär dein Herz aus Kreptechin und nicht wie jetzt aus Stein. Hast du wirklich nein gesagt? Hast du's nur zum Schein gesagt? Sag, verstellst du dich oder hältst du mich nur zum Narren innerlich? Gestern warst du blühend heiß,
Heute bist du kalt wie Eis. Einmal Tugendhaft, einmal Leidenschaft. Kind, du bist mir Rätselhaft. Dein Herrchen ist ein Traum, so prächtig schien. Land, dein Herrchen, das ist aus Stahl. Du weißt nicht, wie verliebt ich bin. Schon seine Reize, so eine elegante Frau. Glaube mir, ein kuscheliges Schlafzimmer, ein Bett mit seidenen Kissen und die Gnädige im Hemdchen aus Crêpe de Chine. Na, was meinst du? Weißt du, ich habe die Lillibill sehr gerne, aber es ist immer dasselbe. Was glaubst du? Soll ich zu dieser Baronin gehen und ihr sagen, dass sie mir gefällt? Na, 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 na. So genau wollte ich's gar nicht wissen. Du wärst auch lieber ein Rolls-Royce mit Luxuskarosserie und Dreiklanghupe. Oder soll ich doch lieber bei der Lillibill bleiben? Was denkst du? Natürlich, ihr zwei. Lillibill und du. Ihr haltet ja immer zusammen. Jetzt ist aber genug, ja? Reg dich nicht auf. Ich bleib schon bei der Lillibill. Ich heirate sie sogar, damit die Mutter nicht immer meckert.
aber nicht gleich. Ein bisschen Junggeselle möchte ich noch bleiben. Ich habe mich gestern gegenüber dem Professor nicht sehr nett benommen. Ich möchte das heute wieder gut machen und wieder für ihn reden. Der Professor hat Besuch. Und nach diesem Besuch wird er Sie wohl kaum mehr benötigen. Die Baronin ist nämlich da. Allein mit ihm? Jawohl, ganz allein. Und zwar in einem Zimmer, wo keine spanischen Wände und keine Vorhänge und keine japanischen Rüstungen sind. Mit einem Wort, kein Versteck für Sie. Ich erhielt Ihren Brief, Herr Professor. Sie hätten mit mir dringend zu sprechen. Ja. Sie wollten mir eine Erklärung geben für Ihr Benehmen von gestern Nacht. Oje. Das habe ich arrangiert. In 2 Minuten weiß sie, dass ihr vergötterter Professor nicht einmal reden kann. In 3 Minuten ist sie draußen. In 4 Minuten habe ich meinen Professor wieder allein für mich. Das finde ich unerhört, den armen Professor so zu verraten. Adieu, Herr Festredner. Es war für mich ein Fest. Sie schweigen vor Verlegenheit. Ich muss schon sagen, gestern vor meinem Fenster waren Sie weit redseliger. Na? Ich höre, Herr Professor. So feierlich. Sie machen mich ja neugierig. Na, was haben Sie mir zu sagen? Dass ich Sie liebe. Das ist aber eine Überraschung. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, auch nicht. Sie bringen mich direkt in Verlegenheit. Jetzt bin ich in einer richtigen Klemme. Ja, ich auch. Wie bitte? Wir wollen es uns jetzt gemütlich machen. Feuer im Kamin anzünden. Um Gottes Willen, nein. Sie meinen. Sie waren so hübsch im Zuge. Reden Sie weiter. Wie soll ich mir Ihre Liebeserklärung mit dem Vorfall der gestrigen Nacht zusammenreimen? Frau Baronin, denken Sie nicht an gestern Nacht. Denken Sie nur an diese Stunde. Nur dieser Augenblick ist maßgebend. Ich liebe Sie, Frau Baronin, ich liebe Sie. Sie sprechen so feurig, so flammend. Ja, feurig und flammend. Ja, genau so ist mir zumute, stimmt. Schmeckt Ihnen der Cognac nicht?
Ich finde ihn ausgezeichnet. Buichen. Oh je. Der Sturm heult im Kamin. Na. Dabei ist es draußen ganz windstill. Eben. Aber was kümmert uns der Sturm? Was kümmert uns die ganze Welt? Sagen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. Frau Baronin, habe die Ehre, um Ihre Hand anzuhalten. Wenn ich mich nur hier wo anhalten könnte. Oh je. Ja, was suchen Sie denn da? Sie werden lachen. Den da habe ich gesucht. Wie reden Sie denn? Sie haben ja dieselbe Stimme wie der Professor. Ja. Das sagen Sie mir um alles in der Welt. Wer sind Sie? Gary Clips. Festredner für alle Hochzeiten, Taufen, Verlobungen, Begräbnisse, Fahnen, Weihen mit und ohne Klavierbegleitung. Ihre Stimme? War die des Professors. Und der Professor? Hat mehrere gutgehende Sprachfehler. Und Sie haben? Für ihn geredet. Und die Liebeserklärung? War von mir. Und der Kuss? Auch. Wieso? Die eiserne Umarmung. Frechheit. Ganz meine Meinung. Ja, dann habe ich mich eigentlich in Ihre Stimme verliebt. Allem Anschein nach ja. Schrecklich. In einen Festredner. Sie haben... Ja, alles gesagt. Alles gesagt? Ja. Wissen Sie, was Sie sind? Na? Sie sind ein Betrüger, ein Gauner, ein Räuber, ein Mörder, ein Dieb, ein Falschmünzer, ein Kirchenräuber. Ja, Professor! Was denn? Sie können ja reden. Was kann ich? Reden. Oh je. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Gehen Sie weg, Sie blöde Gans. Doch mal. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden. Frischgesellen sei zu Hand, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt. Moment. Ja? Moment. Ein Augenblick. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Sie. Ich rede. Ja. Ich kann ja wieder reden. Ja. Ich kann ja wieder fließend reden. Ja. Sie sind ein... Ich weiß, ein Betrüger. Nein. Sie sind ein Engel, ein Auerhuhn, ein Zauberkünstler, ein Genie sind Sie. Zwei Herzen in drei Vierteltag, die hat der Mai zusammengebracht. Zwei Herzen. Baronin. Sie wagen es noch hierher zu kommen, Sie Schwindler? Frau Baronin! Sie Gauner, Sie Betrüger! Frau Baronin! Sie haben sich von einem anderen alles vorplappern lassen? Frau Baronin! Sie haben mich von einem anderen küssen lassen? Frau
Baronin. Sie, das nennen Sie Liebe. Frau Baronin. Sie haben sich meine Sympathie erschlichen. Sie können ja nicht einmal reden. Oh ja, ich kann reden. Aber man lässt mich ja nicht. Sie können reden? Ja, ich kann reden. Ich kann reden wie ein Dauerredner, wie ein Festredner, wie ein Wahlredner. Moment. Moment. Was? Was suchen Sie denn? Den Festredner? Ha, der bin ich, der Festredner. Karte genügt. Komm ins Haus. Ohne mich kommt heute schwer jemand aus. Moment. Sagen Sie mal schnell, Fischers Fritze fischt frische Fische. Oje. Fischers Fritze fischt frische Fische. Sie können also wirklich reden. Ohne den anderen. Ohne den anderen. Gott sei Dank. Dann können wir ja heiraten. Oje. Wieso? Na, jetzt, wo Sie endlich laut und vernehmlich Ja sagen können. Hab keine Angst vor dem Standesamt, weil von hier aus manches Schöne stammt. Hab keine Angst vor dem Traumschein. Einmal fallen alle Männer rein. Bitte sagen Sie einmal laut und deutlich Ja. Dann sind Sie recht bald Mama und Sie Papa. Frau Baronin von Lindenwörth, ist es Ihr fester Entschluss und freier Wille, mit Herrn Professor Emanuel Wielander die Ehe einzugehen, so antworten Sie ja. Ja, ja. Herr Professor Emanuel Wielander, ist es Ihr fester Entschluss und freier Wille, die Ehe mit Frau Baronin von Lindenwörth einzugehen, so antworten Sie mir ja. Ich frage Sie zum letzten Male. Antworten Sie mir mit einem lauten und wenn möglich vernehmlichen Ja. Wirst du bestimmt Ja sagen, wenn wir vor dem Standesbeamten stehen? Ja! So erkläre ich denn die Ehe für geschlossen. Oder lieber nein. Charlie, es ist doch bisher so schön gegangen. Aber ich habe doch der Mutter ausdrücklich versprochen, dass wir endlich heiraten. Ach, du immer mit deiner Mutter. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen. Wir heiraten ein anderes Mal bestimmt. Dieses andere Mal kenne ich schon. Jetzt oder nie? Dass zwei sich ohne Eheringe küssen. Eheringe habe ich auch schon besorgt. Das kann ich leider Gottes nicht verstehen. Du wirst schon verstehen. In der nächtlichen Gasse, wir beide ganz allein. Und der Standesbeamte da drinnen. Da munkelt es sich fein. Jetzt hat sie's ausgemunkelt, jetzt wird geheiratet. Beim Gaslaternenschein. Ob Gas, ob elektrisch, ob Tag, ob Nacht. Die Gas.